Servus, mein Name. Ja, es ist Telefon Freiheit Extension. Grüße Sie. Grüß Gott. Es geht um Objekt von Ihnen. Ich habe die Anlagennummer hier. Mhm. 080-3188. Mhm. Was genau kann ich da für Sie tun? Da geht es um Folgendes. Es sind großer Heizkörper eingebaut mit zwei Zählern. Ja. Jetzt war die Frage, warum sind da zwei Zähler dran? Das habe ich noch nie gesehen. Ab einer bestimmten Größe vom Heizkörper müssen zwei müssen zwei Verdunster bzw. elektronische Heizkörper, Heizkostenverteiler an den Heizkörper angebracht werden. Da gibt es halt verschiedene Montagepunkte. Aha. Und wie gesagt, ab einer Größe, ab welcher Größe jetzt ganz genau, weiß ich leider nicht, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, müssen dann zwei Geräte angebracht werden, deswegen. Gut, habe ich fast gedacht, aber es passt schon mal. Müsste bestimmt fast 2 Meter lang sein, denke ich mal. Ja, das Länge, glaube ich, 2,50 genau, oder sowas. Genau, ja. Also genau. Deswegen. Werden dann die beiden zusammengezählt und dann der Durchschnitt ermittelt oder werden die beide getrennt abgezählt? Nee, das wird zusammengezählt. Und dann geteilt durch zwei, oder? Nein, da gibt es eine bestimmte Formel. Das wird, denke ich mal, mit dem Faktor vom Heizkörper multipliziert. Mhm. Aber das sehen Sie dann auf Ihrer Einzelabrechnung. Da steht es dann ganz genau, wie das berechnet wird. Achso, da kommt ein Faktor dazu und dadurch genau, haben wir den Faktor vom Heizkörper. Also es wird jetzt nicht geteilt durch oder sonstiges. Aber aha, wie ganz genau das gemacht wird, das sehen Sie dann auf der Einzelabrechnung. Okay, ne, weil die Kunde hat das da liegen. Mhm. Und eine Frage, es gibt also hier eine Abweichung von fast einem Achtfachen von der Heizung zum Vorjahr. Kann es sein, wenn der Thermostat kaputt ist, dass der Zapfen drin hängt? Haben Sie da Verdunster oder elektronische Heizkostenverteiler? Das ist elektronische. Elektronische, ja. Mhm. Zeigt dieses Gerät Error oder irgendwas an? Nee, gar nicht. Fehler? Also es ganz normal, zählt ganz normal weiter. Ja, ja, und ja. Sie kann also den Heizkörper, den Thermostat nur mit der Zange bewegen, weil da scheint irgendwas defekt zu sein. Also Thermostat, es kann schon am Thermostat liegen, dass es nicht richtig schließt und der Heizkörper immer noch läuft. Mhm, weil es kann nicht sein, dass das Achtfache vom Vorjahr rauskommt auf einmal. Da muss da irgendwas defekt sein. Ja. Da lassen Sie nochmal den Thermostat prüfen, beziehungsweise einfach den Heizkörper allgemein prüfen, ob da eventuell, wenn es halt wirklich draußen kalt ist und der Heizkörper, Sie denken, er ist aus, aber die Leitung trotzdem läuft, damit es halt nicht gefriert. Da sollten Sie dann nochmal nachgucken. Nee, dann müssen Sie das mal machen lassen. Also wenn das Gerät defekt wäre, dann würde gar nichts mehr am Display sein oder halt Error anzeigen. Nee, das Ding läuft also. Es war bloß die Frage, wo die Abweichung hergekommen ist und hat sie ihm gesagt. Sind Sie gerade zu Hause? Nee, ich war bloß gestern dort, das ist eine Kundin von uns und habe gesagt, ich kümmere mich mal drum. Also Sie sind gar nicht der Eigentümer, oder? Nee, ich bin von der Schuldnerberatung, weil die hat natürlich eine riesen Nachzahlung bekommen und ist dann in der Schuldnerberatung gelandet. Also da würde ich nochmal vom Eigentümer oder von der Hausverwaltung das prüfen lassen. Sie können auch nochmal auf das Gerät gucken und einfach nochmal, wenn Sie nochmal bei uns anrufen, uns durchgehen, was genau am Gerät angezeigt wird und dann kann ich nochmal nachschauen. Ja, es sind 3 Stufen, die er anzeigt, also das Ding scheint zu funktionieren. Die passt alles, also er schaltet auch durch, zeigt auch den letzten Stand an und den neuen Stand, das also haben wir schon geguckt. Oder kann ich eigentlich nicht sagen, dass das Gerät defekt ist, also es würde gar nichts dran stehen. Gehe auch nicht davon aus, dass ich vermute, dass der Thermostat ist, der kaputt ist. Das kann dass wirklich sein. Das haben wir zumacht. Schon mal gehabt, dass das Ding überhaupt nicht zugegangen ist und der Heizkörper lief und lief und das hat keiner mitgekriegt. Ja, also vermute ich, dass sie auch ist. Ja. Super, dann hast du mir schon mal geholfen. Gerne doch. Gell? Danke auch. Bitte, tschüss. Wiederhören.